Der US-amerikanische Extremsportler Colin O'Brady hat sich mit der Durchquerung der Antarktis einen Traum erfüllt. Mit beeindruckenden Fotos bei Instagram dokumentierte der 33-Jährige seine Reise durch die unendlich wirkende Eislandschaft. Diese Bilder sollen belegen, dass er die 1500 Kilometer ohne Hilfsmittel bewältigt hat. Kurz vor dem Start teilte er in sozialen Netzwerken noch ein Video von seiner letzten Nacht im Basiscamp. Es war so gut, in diesem Bett zu schlafen, um mich auf die Antarktis vorzubereiten. Schlaf war so wichtig in meinem Training und ich freue mich schon auf mein Bett auf der anderen Seite der Antarktis. Los geht's! 54 Tage lang war Colin O'Brady nach eigenen Angaben alleine unterwegs. Nur er und ein 180 Kilogramm schwerer Schlitten mit Proviant und Gepäck. Davor lagen monatelange Planung und Training, das er in einem Video auf seiner Homepage dokumentierte. 40 Tage nach dem Start erreichte Colin O'Brady den Südpol, ein wichtiges Etappenziel. Fotos seiner Reise zeigen, wie er sich gegen die Kälte schützte und mit welchen Wetterherausforderungen er zu kämpfen hatte. Kurz vor dem Ziel entscheidet er, die letzte Etappe ohne Schlaf zu bestreiten. 125 Kilometer am Stück. Die letzten 32 Stunden waren einige der herausforderndsten Stunden meines Lebens. Es waren aber ehrlich gesagt auch einige der besten Momente, die ich jemals erlebt habe. 1997 hatte bereits der Norweger Børge Ousland alleine die Antarktis durchquert, allerdings mit einem Gleitschirm als Hilfsmittel.